Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video, diesmal über den Erdbeerpflanztopf. Und wie man hier einmal sieht, habe ich den bei uns im Garten schon mal aufgehangen und auch mit Erdbeeren an den Seiten bepflanzt. Gleichzeitig habe ich hier oben eine Katzenminze hereingesetzt, damit da auch noch etwas anderes hinkommt. Was mir mittlerweile bei der Benutzung schon aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass ich beim Bepflanzen einmal einen Fehler gemacht habe. Ich habe erst den kompletten Pflanzstock mit Erde gefüllt und dann versucht, die Erdbeeren seitlich einzubauen. Viel klüger wäre es gewesen, immer bis unter das eine Loch die Erde zu füllen, die Erdbeere hineinzulegen und dann von oben Erde draufzulegen. Das wäre sicherlich einfacher gewesen. Und was ich etwas problematisch finde, aber das muss ich erst noch weiter beobachten, ist die Tatsache, dass ich den Topf ja nur von oben gießen kann und dadurch sehr, sehr viel Wasser einfüllen muss, bis das Wasser auch hier tatsächlich unten bei den untersten Erdbeeren ankommt. Denn ich will ja, dass alle gleichmäßig versorgt sind. Und dadurch habe ich so ein bisschen Sorge, dass es in dem Topf zu feucht ist, dass die Erdbeeren vielleicht anfangen zu schimmeln, die Feuchtigkeit nicht vertragen oder dass einfach auch nur der äußere Sack, obwohl er innen mit Plastik beschichtet ist, anfängt zu schimmeln. Aber hier kann ich erstmal noch nicht viel zu sagen. Die erste Zeit sieht das Ganze jetzt erstmal ganz gut aus und ich werde das mal weiter beobachten und später noch ein paar Informationen dazu geben. Vielen Dank. Dann erstmal bis hierher für euer Interesse und bis zum nächsten Video. Tschüss.